aber ich glaube, wir sind am Fuß des Dreihorngipfels. Da, wo Stein vom kaltes Feuer gelandet. Na, da haben wir ja toll was geschafft. Wir müssten oben auf dem Berg sein, aber nein, wir sind unten. Petris Onkel und die anderen Flieger sind bestimmt schon da oben. Oh, jap, jap, jap. Nein, ich denke nicht. Der Wind und das Himmelswasser haben sie sicher auch aufgehalten. Du, richtig. Niemand dumm genug bei so Mistwetter fliegen. Sind zu ungemütlich. Wir müssen uns überlegen, was wir machen wollen, bevor sie weiterfliegen. Großartig. Wenn du schon dabei bist, dann lass dir mal was einfallen, wo wir was zu essen herbekommen. Ich hab Riesenhunger. Wenigstens sind wir hier sicher. Das sind wir. Oh, ja, ja, ja. Nicht. Bucky? Ich war das auch nicht. Oh, nein, nein, nein. Zera? Sieh mich nicht so an. Wenn von uns niemand Essen hergebringt, wer dann? Vielleicht war er das. Warte, wir tun dir nichts. Petris, ich wünschen wir mal Hülle finden, ohne jemand innen drinnen. Wo ist er hin? Da ist er! Bitte warte! Ah, es ist ein Regenbogengesicht! Dafür danken, dass du uns was zu essen gebracht hast. Du brauchst keine Angst zu haben. Aha. Verstehe, du hast ihnen geholfen, was? Oh, na ja, sie hatten Hunger. Hey, verfolgt ihr zwei uns etwa? Ja, und wie ihr hier reingekommt? Tja, das Leben ist voller Geheimnisse, nicht wahr? Und wir verraten schon viel zu viele davon. Aber ich wollte doch nur ein bisschen... Ach, jetzt komm doch nicht damit. Spikey, ich glaube nicht, dass Sie unsere Frage beantworten wollen. Nein, nein. Musst du immer den Dickkopf durchsetzen. Es geht dauernd nur um dich. Dich, dich, dich. Ich wollte Ihnen doch nur helfen. Das reicht mir. Petris Onkel und die beiden anderen Flieger werden den Stein des kalten Feuers kriegen, wenn wir sie nicht daran hindern. Ja, wir müssen auf den Berg hoch und zwar schnell. Also was ist? Helft ihr uns nun oder nicht? Also schön von mir aus, jetzt da ihr uns sowieso entdeckt habt. So, und jetzt lasst uns auf den rauchenden Berg fliegen und uns den Stein des kalten Feuers holen, damit sich meine Bestimmung erfüllt. Ja, flieg du nur voraus, Tyranno. Bitte nach ihnen. Das ist sie. Was denn? Eine Abkürzung zum Gipfel des rauchenden Berges. Was denn sonst? Ich kann nicht sehen. Vielleicht siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hey, ich rieche irgendwas. Ausgezeichnet. Das riecht nach Eierfresser-Popo-Pupsen, Igitt. Was stinkt so scheußiglich? Wahrscheinlich ein unterirdischer Fluss irgendwo da unten. Sehr gut erkannt. Und immer wenn sich der rauchende Berg aufheizt, schäumt das Wasser auf und schießt diesen Schacht hoch. Wenn jetzt etwas Festes zwischen euch und dem heißen Wasser wäre, dann... Dann würde uns das direkt nach oben befördern. Mhm. Sag uns, was wir tun sollen.
Also dann, Kinder, hoch mit euch. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit. Hey, Moment mal. Wollt ihr denn nicht mit einsteigen? Kein Platz, aber es wird schon gut gehen. Woher wisst ihr das alles? Nun, damit würden wir uns verraten, nicht wahr? Aber fragt ruhig weiter, damit schärft ihr euren Verstand. Meine Damen und Herren, liebe Mädchen und Jungen, haltet eure Vorder- und Hinterteile von den Schachtwänden fern. Ich hoffe, ihr findet das, was ihr sucht. Das hoffen wir beide. Danke. Da, was passiert jetzt? Wir warten. Sich sehr ärgerlich an. Jap, jap, jap.